Ja, hallo und willkommen in Maitauen. Maitauen, mein neues Projekt. Ich habe es im Forum mal beschrieben und ich glaube, ich habe das noch nicht so richtig beschrieben, was ich da überhaupt machen wollte. Deswegen möchte ich mal zeigen, wie weit ich schon bin und einiges von meiner Vorstellung kann ich euch hier schon mal zeigen. Also Maitauen. Zurzeit ist hier gar nichts los. Und das wollen wir aber eben ändern. Ändern kann man das, indem man hier hinten diesen Häuserkomplex so nacheinander ausbaut. Wie man das macht, zeige ich gleich. Also, irgendwie muss die Sache jetzt losgehen. Dem Spieler wird das natürlich auch mit einem kleinen Intro dann natürlich später auch gezeigt, was er überhaupt machen muss, wie er hier den Einstieg kriegt. Also, als erstes brauchen wir irgendwelche Rohstoffe. Rohstoffe haben wir hier unten in der Farm. Und hier haben wir eben mal als erstes steht dem Spieler nur der Weizenanbau zur Verfügung. Erntedauer 10 Sekunden, Ertrag 10 Sack Weizen. So, die ernten wir jetzt mal. Und wenn wir jetzt das abgeerntet haben, dauert das jetzt wie gesagt 10 Sekunden, dann haben wir wieder neue Weizensäcke. Wenn wir gucken wollen, was wir alles haben, klicken wir auf die Scheune. Hier sind schon Tomaten drin, die sind aber noch nicht funktionsfähig. Das wäre denn die nächste Sache, um die ich mich kümmere. Wir sind hier beim Weizen. Hier habe ich die Anzahl und hier oben den Verkaufsbutton. Ich kann also Weizen verkaufen und dafür Geld kriegen, was ich dann hier oben in diesem Panel, auch das ist alles noch nicht final, das ist jetzt nur, damit ich mal gucken kann, ob alles geht, mal verkaufen. Ich verkaufe das jetzt und pro 10 Sack Weizen kriege ich 2 Gold, also habe ich jetzt hier 8 Gold, aber wie wir sehen, passiert jetzt noch gar nichts. Dann ernte ich mal noch ein bisschen was und verkaufe noch mal ein bisschen Weizen und sehe jetzt hier neue Bauoption steht zur Verfügung, Hausbauoption. Und wo ist da was? Hier hinten haben wir ein blinkendes Erdgeschoss und einen Kauf, hier so ein Geldsack. Und wenn ich darüber gehe, kriege ich also Hinweise, dass ich das jetzt kaufen kann für 10 Gold. Die habe ich ja jetzt auch. Deswegen kaufe ich die jetzt einfach mal. In dem Moment wird das eben sichtbar und auf einmal tut sich auch etwas in der Stadt. Also ein Auto fährt rum und ein Passant läuft schon mal. Also haben wir schon mal ein bisschen Bewegung und Aktion in Maitauen. Ja, die Idee ist jetzt, dass man das eben nacheinander ausbaut und mit jeder Ausbaustufe kommt hier was dazu. Entweder fahren mehr Autos, Personen laufen umher. Es wird auch so sein, dass wir nachher hier Produktionsbetriebe haben, eine Bäckerei, eine Pizzeria und die brauchen wiederum dann wieder Rohstoffe. Die Rohstoffe kriegt man wieder von der Farm. Und die muss man dann herstellen und die nächsten Bürger hier oder die nächste Ausbaustufe, die ist natürlich dann nicht nur mit 10 Gold zufrieden, sondern dann braucht man eben noch 10 Brote, ja, oder ähnliche Dinge. Mal gucken, was wir da alles dann haben. Ja, soweit ist das jetzt erstmal, was ich habe. Die Idee, die jetzt noch ist, dass wir nicht alles selber herstellen können, sondern dass ich vielleicht hier auf der rechten Seite mir noch einen Hafen anlege, mit dem ich über Boote Rohstoffe anfordern kann, die ich nicht selber habe. Und hier vielleicht ein Bahnhof und ein Flughafen und dann eben hier auch andere Dinge mir in die Stadt hole, damit ich die immer weiter ausbauen kann. Wichtig ist für mich, dass ich eben immer irgendwie was habe, dass was Neues passiert, sodass es interessanter wird. Mal gucken, was ich dann noch mache. Vielleicht noch eine Glücksspielbude oder sowas, dass man noch kleine Minispielchen hat, aber ich habe viele wilde Ideen, mal gucken, was ich davon letztendlich überhaupt alles umsetzen kann. Ja, soweit erstmal mein Stand. Dann habt ihr auch eine Vorstellung, in welche Richtung das gehen soll. Und wenn ich was Neues habe, dann gibt es wieder was Neues von mir zum Angucken. Bis dann.